Herr Grote, die Bundesregierung hat jetzt ja heute die begrenzte Cannabis-Legalisierung verabschiedet. Was ist Ihre Position dazu? Also ich will mich gar nicht grundsätzlich äußern zu der Frage, ob man vielleicht Cannabis legalisieren kann oder nicht. Das ist eine gesundheitspolitische Frage. Aber der Weg, der mit diesem Gesetz beschritten wird, den halte ich für hochproblematisch. Ich glaube, dass mit diesem Gesetzentwurf gerade auch keine Entlastung der Polizei, der Sicherheitsbehörden eintritt, sagen jedenfalls unsere Experten, sondern der illegale Cannabishandel, der illegale Markt wird weiter sehr attraktiv bleiben und entsprechend auch die Polizei beschäftigen. Und es kommen eben im Gegenteil auch zusätzliche Aufgaben auf die Polizei zu, was Überwachung der Vorschriften aus diesem Gesetz angeht. Also die Frage, an welchen Orten konsumiert werden kann, in welchem Alter, welche Mengen konsumiert werden können und so weiter. Und überhaupt enthält das Gesetz so umfangreiche, detaillierte, kleinteilige Regelungen zur Qualität von Cannabis, zum Wirkungsgrad, zu Produktionsstätten, zu Konsumorten, zu erlaubten Mengen, dass im Grunde genommen eine ganze Cannabis-Überwachungsbürokratie erforderlich ist, um das alles wirkungsvoll umzusetzen. Und das halte ich für eigentlich unrealistisch. Ist auch völlig offen, wie das überhaupt gelingen soll. Der Bundesgesundheitsminister argumentiert ja da jetzt damit, dass im Grunde genommen das Verbot von Cannabis insofern gescheitert sei. Jugendliche würden trotzdem kiffen und zwar auch immer mehr. Auch der Markt würde immer aggressiver werden. Gehen Sie mit den Argumenten nicht mit? Ich weiß nicht, ob wir nicht noch zu einer deutlich höheren Präsenz und zu einem deutlich ausgeweiteteren Konsumverhalten jetzt kommen. Jedenfalls legen das so ein bisschen die Erfahrung aus anderen Ländern nahe. Und dann hätten wir natürlich auch nichts gewonnen. Und wenn man das eben macht, wir sind uns ja einig, welche Gefahren eben auch gerade für Kinder und Jugendliche mit Cannabiskonsum verbunden sind. Wenn man das macht, dann muss es eben auch funktionieren. Dann muss auch der Kinder- und Jugendschutz funktionieren. Dann muss auch alles, was man dort an Regularien vorsieht, auch überhaupt umsetzbar und überwachbar sein. Und das kann ich alles nicht erkennen in dem Gesetz.